Geschwindigkeiten von mehr als 60 km/h. Und das in einem etwas mit Rädern. Die Teilnehmer des Seifenkistenrennens zwischen Laudenbach und Wasserfall mussten schon genau wissen, was sie tun. Klar, denn schließlich ging es nicht nur um ein Gaudi-Rennen und den Pokal des Bürgermeisters. Gleichzeitig trugen Profi-Seifenkistler einen Wettkampf innerhalb des Sachsenpokals aus, dessen Punktzahl in die Wertung mit hineinfiel. Stefan Römhild, selbst aktiver Kistenpilot, erklärt, worum es in diesem vierten Trusetaler Seifenkistenrennen ging. Als Gaudi hat es ja irgendwann mal angefangen, die ganze Sache. Aber mittlerweile hat sich es eben auch entwickelt. Es sind mehr Fahrer dazu gekommen. Wir haben jetzt dieses Jahr ein Starterfeld von 65 Fahrern hier am Start. Auch wieder ein paar mehr wie im vorigen Jahr. Freut uns natürlich. Und es ist einerseits die Gaudi. Die Gaudi-Kisten, die man hier sieht, und auf der anderen Seite halt auch schon richtige Seifenkisten, kann man es ja nicht mehr nennen. Es sind schon ziemlich professionelle Sachen dabei. Und weil es geht ja bei uns auch um Meisterschaftspunkte. Wir führen ja hier einen Lauf durch zum Mitteldeutschland-Cup. Und dementsprechend ist die Wertigkeit natürlich auch schon etwas höher angesetzt bei dieser Veranstaltung. Aber wir wollen natürlich die Gaudi-Kisten nicht außen vor lassen. Ist ein schönes Bild, die Zuschauer auch. Und die Mischung macht eben die ganze Sache aus. An solch einem Boliden ist nicht viel drin und dran. Aber ein paar Voraussetzungen, wie zum Beispiel funktionierende Bremsen, sind Bedingungen. Schließlich fahren die Seifenkisten nur an Gefällen. Hier in Trusetal musste auf einer Strecke von etwa 950 Meter ein Höhenunterschied von 50 Metern überwunden werden. Um die besten Zeiten herauszuholen, spielt der Luftwiderstand eine bedeutende Rolle. Und jeder hat da so seine eigenen Tuning-Tipps parat. Natürlich gibt es auch für diese Seifenkisten eine Baunorm. Also das heißt, es gibt Maße, die eingehalten werden müssen, Karosseriemaße. Also es gibt schon Vorschriften dafür. Die Kisten fahren ja auch internationale Wettbewerbe mit. Es werden dort auch Obermeisterschaften durchgeführt. Und da gibt es eben auch Vorschriften, ordentliche Bremse, Überrollbügel und so weiter. Das ist dort Grundvoraussetzung, um dort auch an den Start zu gehen. Natürlich hier bei den kleinen Veranstaltungen, bei der Gaudi-Kiste, kann eben, ich sag mal, jeder so seiner Fantasie freien Lauf lassen. Wichtig ist natürlich eine ordentliche Bremse, denn die fahren ja hier Spitzengeschwindigkeiten von über 60 km/h. Knapp 70 km/h war das schnellste hier in unserer Zeitnahme. Und dann kann man sich ja vorstellen, bei einem Gewicht von 300 Kilo, da muss schon ein bisschen was abgebremst werden. Neffe Arne Wolny, unter anderem deutscher Seifenkistenmeister und Vize-Europameister seiner Altersklasse, verlässt sich da ganz auf seinen Großvater Hans. Denn der ist für den Bau und die Optik seiner Rennkiste verantwortlich. Dass das Lenkrad hier abnehmbar ist, finde ich schön. Und dass ich eine Zweikreisbremse habe. Und das Fahrwerk ist ein bisschen wie beim Formel-1-Auto. Hier, das hier ist ein 6-Punkt-Gurt. Das haben auch manche andere Kisten. Das haben auch meiste andere Kisten. Zwischen 6 und 72 Jahren alt waren die Seifenkistenpiloten dieses Jahr in Trusetal. Ein Sport, wie man sieht, der jung und alt gefällt. Und wer so ein richtiger Rennfahrer werden will, der fängt früh an. Bei Arne aus der Römhild-Familie war das ganz genauso. Mit 0 Jahren bin ich ein selbstgebautes Kart gefahren. Das hat mein Opa aus Dosen gebaut, ein Gestell und dann war da noch ein Lenkrad und zwei Teile. Kannst du dir mal vorstellen, später Rennfahrer zu werden? Ja, ich habe dann noch, mit einem Jahr habe ich ein echtes Kart mit Motor bekommen. Das hat mein Opa Gas gegeben mit der Fernsteuerung und ich habe gelenkt. Also hast du das schon von klein auf gelernt? Ja, klar. Nicht und später bin ich mit diesen Karts Seifenkistenrennen gefahren und dann bin ich hier mitgefahren und das Kart habe ich an meinen kleinen Cousin verschenkt, sonst hätte ich meinen Quad nicht bekommen. Bei den Seifenkisten geht es ähnlich zu wie im Motorsport. Helme, Overalls und Geschwindigkeit im Blut, die ganz Aktiven bringen sogar ihre eigenen Fans mit. Die Schikane setzte so manchem Fahrer ganz schön zu, aber im Großen und Ganzen gab es trotz Wetterkapriolen seitens Petrus keine größeren Unfälle. Ist gestartet.
So viel zu den offiziellen Klassen. Dann gab es da ja noch das Gaudi-Rennen mit den fantasievollen Gefährten. Hier konnte sich so mancher seine geheimsten Träume auf vier Rädern bauen. Dann nämlich kommen Rennkisten heraus mit Namen wie der Froschkönig, die Black Pearl, Eisenschwein oder einfach die Summe geschustert. In the shuffling madness of the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels the piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle and the train in Watchtop, going nowhere to slow down. Sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun.